Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Ja, so ziemlich. Hallihallo, Lüchen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft, Hilfe, Fallout 4. Und du bist hier am Reparieren von deinem Ding und schraubst hier irgendwo rum, wo nichts ist zum dran rumschrauben. Glückwunsch. Wir sind ja jetzt hier auf dem Weg, um den anderen hier zu finden, der uns helfen sollte, unseren Sohn zu finden. Irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl dabei. So am Ende wahrscheinlich so nach 20 Stunden miteinander durch die Wildnis ziehen, stellt sich dann heraus, dass er unser Sohn ist oder sowas. Wir halt einfach noch weitere 30, 40 Jahre im Kälteschlaf waren. Irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl. Pass auf dich auf. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Okay, du machst mir ein bisschen Angst, das ist blöd. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen oder irgendwas. Ich weiß genauso viel wie ihr. Was bist du? Ach nee, das ist ja von den anderen. Simon Valentine auf der Karte. Moment, wohin muss ich denn da? Bitte Nick Valentine in die Combat Zone. Sollte ich dafür vielleicht meine kleine Power-Rüstung holen? Ich habe ja jetzt einen neuen Kern. Also könnte ich da theoretisch wieder rausspazieren? Dann hätte ich mir hier auch das Zeug sparen können, jetzt diesen Ladebildschirm zu haben, oder? Wir sind hier mitten in der Combat-Zone und irgendwer greift irgendwen an. Mr. Sumner? Bin verwirrt, wieso habt ihr Namen? Ihr seid doch eigentlich nur Ghule. Jetzt treff doch mal. Ach komm. Ist es dein Ernst? So, gut, dass mein Hund nicht verletzt werden kann von mir. Oder er kann's und ich hab's einfach noch nicht zusammengebracht. Jetzt sterb doch mal. Habt ihr besonders viel Leben, weil ihr hier einen Namen habt? Was zur Hölle seid ihr? Moment. Wo ist denn meine große? Nein, die nicht. Dafür habe ich keine Munition mehr. Dafür auch nicht mehr. Ich habe so wenig Munition hier. Da bist du. So. An. Einer weniger. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich die anderen Raider oder was das sind. So, ich auch gekillt. Habe ich hier irgendwas nicht... Nein! Ein kleiner Wuff. Wuff. Legendärer Raider. Legendärer Kopfschuss, würde ich eher sagen. Ja, und würdest du jetzt bitte mal sterben? Danke. Geht's dir gut? Dogmeat. Nein, Dogmeat. Hier, Stimpak. Hab ein Stimpak. Jetzt raus aus dem Feuer. Ich stehe in Flammen. Sollte mir aber weniger ausmachen mit meiner wunderschönen Power-Rüstung. Okay, und ich habe was entdeckt und irgendwer schmeißt hier Molotow-Cocktails nach mir. Ich müsste nur noch rausfinden, woher. Sehe ich, mit E kann ich mir hier auch nichts auswählen. Hinten, der lebt noch. Moment, der ist da reingebackt. Deswegen sehe ich den nicht mehr. Kann er auch nicht töten. Komisch. Aber irgendwo musste hier noch einer sein. Irgendwer hat doch diese Molotow-Cocktails geschmissen, oder? Ich sollte einfach hier ein bisschen schneller weggehen. Oh, nicht, dass ich jetzt irgendwen speziellen gekillt habe, den ich nicht hätte killen sollen. Dann hätten sie mich doch nicht angreifen dürfen. Ich meine, wer macht denn sowas? So, mal auf die Karte klicken, ich bin noch so halbwegs da auf dem Weg, wohin ich soll. Mein Kern gibt gleich den Geist auf, aber ohne meinen wunderschönen Kern und meine wunderschöne Power-Rüstung hätte ich jetzt nicht überlebt. Beziehungsweise Trinity Tower. Du Supermutant. Du bist so schlecht im Schießen und im Zielen. So. Ende. So geht es. Und immer wieder weiter auf den Weg zur Hauptquest. So, jetzt wird meine Power-Rüstung gleich wieder den Geist aufgeben. Aber ich bin gleich da, das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen langsamer unterwegs bin, dann
interessiert es mich nicht so sehr. Oh, aber ich hätte gerne mal wieder Munition für meine Dinge hier. Irgendwo. Oh, ein Mutantenhund. Hast du so viel Leben? Kannst du nicht so viel Leben haben? Das ist doch gemein. Ah, okay, du bist tot. Und ein Raider-Plünderer. Lass mich raten, du schießt... Was, du hast getroffen? Und mein Fusionskern ist alle. Ja, das hätte ich ja schon. Ach, du schmeißt automatisch den nächsten nach. Geschützturm Mark 1, explodierst du, wenn ich dich hier anschieß? Ja, du explodierst. Hast du Dogmeat wehgetan? Schätzungsweise. Ist nicht so schön. So, hier oben. Ah, da hatte jemand was runtergeschmissen. Dogmeat, würdest du mir bitte aus dem Weg gehen? Dogmeat! Dogmeat! Jetzt geh mir aus dem Weg! Ach Mann, was soll denn das? Dann eben nicht. Wachst hier vor meiner Nase rum. Was soll ich denn da machen? Du, hier ist auf jeden Fall dieses Kampfgebiet. Also, wir sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr nah dran. Hier um die Ecke so ungefähr. Ja, es müsste... Ja, hi. Treffe ich einen? Nein. So, treffe ich eben so. Dogmeat ist wahrscheinlich immer noch drüben und mein Bein ist jetzt komplett im Eimer. Wo bist du? Ach, da hinten. Zeig doch nochmal deinen Kopf, der war so schön da. Nochmal. Nochmal. Ach komm, nochmal. Ah, sag doch, dass er wieder kommt. Danke, Dogmeat. So, und du auch noch. Und du. Und ich muss mir tatsächlich ein Stimpack einpfeifen. Wo habe ich denn die eigentlich? Hilfsmittel. Stimpack. Ja. Jetzt bin ich wieder. Auf dem Damm. Und ich brauche irgendwie viel, viel, viel zu viel Munition und alles. Treff zu wenig. Hier war doch auch noch einer, oder? Hier waren noch zwei. Ja, du mit Molotow-Cocktail, Schrotpatrone. Ich sollte wahrscheinlich hier mehr von dem Zeug verschießen, was die hier auch bei sich tragen. Wäre wahrscheinlich hilfreicher. Jo, hier um die Ecke lag doch einer. Liegt der da jetzt immer noch so irgendwo oder liegen da jetzt nur noch Trümmer oder so ein Häufchen Asche? Oder gar nichts. Moment, da hinten? Nee, doch nicht. Also irgendwie muss ich jetzt hier da weiter? Nee. Ich habe ein Radiosignal gefunden, aber es hilft mir auch ziemlich wenig. Oh, das ist so... Na, jetzt werden wir gleich wieder angegriffen. Hier ist eine schöne offene Fläche für den Angriff. Wäre doch jetzt toll, oder? So ein richtig schöner Angriff. Liegt auch einer rum, zerrissener Brief. Das könnte vielleicht irgendwas sein für eine Quest. Protektron! Arbeitest du für mich? Kann ich dich für mich arbeiten lassen? Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Ja, kann ich dich irgendwie umprogrammieren lassen? Und die Geschichte Tell me more, Button. Common. Tell me more, tell me more. Gehen, ich will jetzt eigentlich weniger über Geschichte hören. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du mit mir mitkommst und mir hilfst, nicht zu sterben. Nein, das war wohl zu viel gehofft. Irgendwer braucht eine New Cola. Ist hier zufällig eine drin? Ja. Da haben wir die hier auch. So eine neue Station und... Ah, da ist das Ding, wo ich rein muss. In die Station wirklich... Oh, nö, ich mag diese Stationen nicht, die sind immer so verwinkelt. Kronkorken? Mülleimer, schade, wieso ist der leer? Hä? Wieso ist der leer? Wenigstens backst du mir jetzt nicht mehr im Weg rum. Hä? Ich habe wahrscheinlich zu viel gesagt und gleich ist er wieder direkt vor meiner Nase und ich komme nicht mehr weiter. Wie immer halt. So, das hier ist... Ich hör sie schon wieder... Schau dich doch nur mal um.
Und trotzdem, Talon ist schwach. Wir erwischen die... Hey! Ah, Moment, ich bin versteckt, ihr seht mich nicht. Hab sie gefunden? Nein! Ihr seht mich nicht. Ihr habt doch gesagt, ihr seht mich nicht. Ja, ich bin so dumm. Hallo. Danke. Er will den Detektiv befreien. Legt ihn um. Ich meine, ich bin da mit einer Powerrüstung. Wer denkt sich, da schieße ich mal drauf? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber jetzt kommt mir immer noch irgendwie komisch vor. Powerrüstung, Energiewaffen. Denkt ihr euch nicht, das ist so ein bisschen blöd, wenn der da anfängt rumzuballern? Maschinenpistole. Nee, ist nichts weiter dabei. Die Maschinenpistole, die würde ich mir gerne mal anschauen. Moment, Inventar, nicht Waffen. Lasermuskete, das ist auch geil, aber ich habe zu wenig Munition. Automatisches... Davon habe ich viel. Das könnte auch ziemlich gut werden. Kronkorken. Ich schaue auch mal hier rechts unten. Nee, ich habe dafür keine Munition gerade aufgesammelt. Schauen wir uns doch erstmal auf dem Klo um. Und machen wir das Licht an. Nee, schaut nicht so aus, als wenn hier irgendwer wäre. Vielleicht hier drüben bei den Damen. Hallo, ist wer da? Granate! Wieso vermint einer ein Klo? Nein, die andere Frage wäre jetzt auch, wieso ich auf den Klo hier nachschaue. Aber wieso vermint jemand ein Klo? Wieso schmeißt jemand eine Schaufel? Ich frage gar nicht erst. Ich habe es, glaube ich, schon zu lange auf oder schon lange aufgegeben, hier irgendwas zu hinterfragen, was irgendwo drin ist. Naja. Kronkorkenvorrat. Keine Registrierkasse, U-Bahn-Marken. So viele U-Bahn-Marken. Aber die Zigarettenschachtel nehme ich mit. Die hat doch ein bisschen was gegeben an Geld. Kennungsmarken. Nein, ich will doch nicht. Oder wobei, vielleicht will ich ja doch. Ja, ich will eine Fahrkarte kaufen. Oh, kann keine Fahrkarte kaufen. Na, da war nur ein bisschen blöder Text. Kann ich den hier? Ich habe noch 2 Haarklammern übrig. Ist es dein Ernst? Ja, aufgelegt. Geschafft. Ohne eine Haarklammer zu verbrauchen. Ist denn jetzt hier auch irgendwas drinnen von Belang? Kronkorkenvorrat. Viele Kronkorkenvorräte hier sind. Aufbereitetes Wasser ist auch sehr gut. Zuckerbomben. Irgendwas habe ich gehört, was ich mitnehmen soll. Was? Wieso liegt ein... Ach ja. Und zwar ist es Waschmittel oder sowas. Aus dem kann man irgendwas extrahieren, was man immer wieder mal braucht. Habe ich vergessen, am Anfang mitzunehmen. Muss ich aber mal schauen, ob ich hier irgendwas noch finde. So. Nuka-Cola. Und weiter geht's zum Valentine. Provisorische Bombe. Ich wusste es doch. Irgendwas wird hier doch vermint sein, nachdem schon das Klo vermint war. Könnte jetzt auf dich schießen, aber ich weiß nicht, ob du gut oder böse bist oder ob ich jetzt dir einfach in irgendeinen Dialog reinkomme. Todesschütze. Todesschütze, Todesschütze. Moment, wie viel brauchst du denn beim Watz? Also wenn ich treffen würde, wärst du tot. Lass dir das eine Lehre sein. Schau dir die Zahlen in meinen Watts an. Wenn ich treffen würde, dann wärst du jetzt draufgegangen. Ich bin so schlecht in solchen Spielen. Aber mir geht's ja hier eher um die Story als um irgendwas anderes. Deswegen mag ich ja die Powerrüstungen so. Man kann da einfach nur hier mittendrin stehen bleiben. Am Ende repariert man halt das Ding wieder. Du bist da hinten. Gibt's keine Verkrüppelungsschäden mehr? Ich meine, dann wärt ihr ja schon längst nicht mehr in der Lage, hier zu schießen. So, und der nächste. Ach. Realistischer wäre es, wenn irgendwer dann wegrennen würde und sich denken würde, nein, ich sollte da lieber doch nicht sein.
Imperialismus. Naja. Herr Benzin, kann ich bestimmt auch irgendwas draus machen. Ach Mann, hier in dem Spiel ist es halt, daraus kann ich das machen, daraus kann ich das machen. Wenn ich das mache, könnte ich das daraus craften und sowas. Oh, das ist gemein. Man hat einfach nie so viel Platz, um alles mitzunehmen. Ich habe jetzt schon beim Level Up hier meinen Platz, den ich habe, hochgetrieben. Aber halt jetzt nicht wirklich extrem viel. Mich würde es auch mal interessieren, wie viel Energie mein Licht braucht, was ich mir hier vorne draufgeschraubt habe. Taktisch. Pistole? Klingt auch interessant. Oh, die Waffen müsste ich mir auch mal alle durchschauen, welche ich jetzt alle da habe und welche nicht. Also was heißt, welche nicht, kann ich natürlich nicht nachschauen, aber wieso habe ich jetzt die leere Flasche mitgenommen? Level up! Yeah! Und da schmeißt jemand Patronen weg. Das könnte ich entriegeln, ich habe aber keinen Plan, was dahinter ist. Nein. Ich will nicht abreißen. Nein! Es ist wirklich der Ausgangszustand. Das wär's. Das ist dein Ernst. Hoffentlich ist er jetzt nicht da drin und das hier ist jetzt, wie ich die Story weitergeht. Nee. Hier ist nicht. Wo bist du? Ich hab doch gerade jemanden schießen hören und schießen sehen. Mutiges Wasser, Safe entsperren, Experte kann ich noch nicht machen. Wieso darf ich dann hier überhaupt rein? Was bringt's mir für ein Schnapsglas und ein TV-Dinner-Tablett? Och, Mann. Bei hier sind vier Patronen. Wegen vier Patronen fast eine Haarklammer abgebrochen. Ist denn das zu glauben, Doc Meat? Eieiei. Nimm mal irgendwas Spezielles. Einfach nur vier blöde Patronen. Okay, hier sind auf jeden Fall noch ein paar andere. So, wenn ich mich jetzt so hinstelle und da einfach mal ein bisschen reinballer. Es ist schlecht für dich, wenn du dir keine Deckung suchst. Wollte ich dir nur mal gesagt haben. Jetzt weißt es. Hast es gemerkt. Darf ich dich jetzt bitte treffen? Danke. Ich hab dir deinen Hut runtergeschossen. Ist das nicht beeindruckend genug? Hattest du überhaupt einen Hut? Keine Ahnung. Klingenkorn. Die Sachen, die ihr teilweise dabei habt. Keinen Plan, was ich damit einstellen soll. Kronkorken und sowas nehme ich auf jeden Fall mit. Und du warst jetzt... Dogmeat, geh die bitte aus dem Weg. Nichts Interessantes mehr. Und ich habe nur noch 20 Munition. In der Ward, ja, das ist doch toll. Auf in die Ward. Ist ja nicht so, als wenn wir gerade in einer drin gewesen wären. Moment. Ich sollte aber doch mal schauen, dass ich mir hier noch irgendwie irgendwas an Waffe mit Munition bereitlege, nur so zufällig. Falls da so komplett unerwartet irgendwer da drinnen steht, der auf mich losballert. Nimm hier mal die. Die ist zwar nicht ganz geil, aber die hat auf jeden Fall hier taktisches Visier. Und ich habe viel Munition dafür. Meine Beine sind jetzt beide weg. Was sollen wir machen? So, und einmal hier hin. Warum ist das Ding nur so laut? Ich. Hallo. Ach, da geht's ja durch. Verreck in der Hölle. Scheiße. Verreck in der Hölle? Nö. Tschüss. Habe ich hiermit vielleicht wenigstens... Ja, irgendwie triffst du damit besser. Sagte er und du hast versagt. Denkst du denn nicht, so ein paar Löcher im Körper könnte man vielleicht mal ein bisschen zusammenbrechen oder so? Wäre doch ganz toll gewesen. Schlüssel erforderlich. Heißt das, ich muss hier nochmal zurück später oder ich muss hier einfach nichts machen? Redaway, Mad X. Oh. Hier, hast du nicht irgendwie Stimpaks für mich? Ja, Stimpaks, Redaway. Und einen Anzug. Schaut meinen Anzug an. Und ein Terminal. Willkommen, Mitarbeiter. Nein, das ist das Falsche. Glaube ich. Mitglieder, ja, könnt ihr euch wieder durchlesen, wie immer. Und hier jetzt willkommen, Mitarbeiter. Ja, okay. Dann werdet ihr auch durch. Weiter geht's zu Valentine. Jetzt mit der Pistole.
Mal schauen, was ich dann danach nehmen muss oder nehmen kann, wenn dafür jetzt auch die Munition zu Ende geht. Aufbereitetes Wasser sollte ich auch immer mitnehmen. Ich weiß nicht, wie sehr gefordert oder gesucht das hier ist, in dem jetzt. Im Dreier war es auf jeden Fall echt heftig. Da, ja, ohne aufbereitetes Wasser ist es ein bisschen blöd gewesen. Ich habe auch da noch nicht versucht zu schwimmen oder so. Würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort Wieso nicht? Ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft. Ich finde es immer schön, wie das die Zeit verlangsamt. Theoretisch wäre das jetzt ein kritischer Treffer gewesen beim Alten. Oh, das ist sogar ein Ghoul. Ja, du bist so ein bisschen kopflos durch die Gegend. Nee, kann ich nicht. Wieso habt ihr teilweise Munition für Waffen, die ihr gar nicht mal da habt? Okay, weiter geht's. Öffnen. Ja, die ist doch ein bisschen größer, als ich erwartet hatte. Auf jeden Fall größer als meine Wort. Das war ja nur so ein paar Kühlkapseln und Ende. So, ich stell mich jetzt mal hinter dir und wenn du jetzt 88%, okay, immer noch besser als nix. Oh, überlegt euch mal, wenn jemand mit der Powerrüstung so mitten in eurem Gesicht steht. Wollte ihn doch nur looten, jetzt halt doch mal die Klappe hier hinten. Kann ich auf das Fass schießen und es explodiert? Nein, leider nicht. Ich muss sogar noch nachladen wegen dir. Ich muss nachladen wegen dir. Weißt du, wie viel Patrone mich das kostet? Sagte der, der auf jemanden schießt, der eine Powerrüstung anhat. Und um den lauter Leichen liegen. So, nächster Tod. Ist auch nochmal. Nein, der ist nicht gebrochen. Da stecken nur ein paar Kugeln drin. Gib mir den Magneten und ich ziehe sie raus. So. Rumkorken, Patronen. Das ist schön, dass du mir hier alles gibst. So. Ich müsste aber trotzdem mal schauen, dass ich hier irgendwie an mehr Patronen komme. Kann ich da durchschießen? Ja, dann ist deine Deckung vielleicht doch nicht so gut gewesen. Sind hier jetzt alle tot oder nicht? Ich kann es irgendwie nie so hören. Bei dem Alten wusste man halt, okay, die Musik ist jetzt ruhig. Ich meine, da sind jetzt noch welche, aber ich will hier erstmal den anderen looten. Wo war denn der? Moment, wo ist denn der hin? Da liegt eine Pistole, aber wo ist denn der? Ach, da ist er. So, nein, will ich doch gar nicht. So. Da muss ich runterspringen. Will mir aber nicht Aua machen. Naja, hilft nix. Dogme, beschütz mich. Wir sind auch ganz nett zu dir. Versprochen. Jetzt hör auf auszurasten, Spiel. Machst du das sonst auch nicht? Hat wahrscheinlich gerade ein neues Level reingeladen. Noch mit Ward Terminal. Ist wahrscheinlich auch wieder dasselbe wie das letzte Mal. Ja, vertrau dich, ja. Schaut auf jeden Fall genauso aus. Will ich jetzt nicht nochmal ausprobieren. Ist hier noch irgendwas Gutes? So. Und hier drinnen müsste er sein. In der Ward 114. Ist es also? Ich sehe dich ja immer noch nicht. Heißt es, du bist hier immer noch nicht da? Muss ich hier jetzt wirklich noch weitergehen? Ich muss wieder zurück und meine Rüstung reparieren. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. Kann ich nicht treffen? Du hast Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Ach, das ist wahrscheinlich... Du hast doch keine Ahnung, ja, Dialog basiert. Wenn ich jetzt hochkomme, starte den Dialog. Was willst du hier? Doch nicht? Okay, dann startet halt eine kleine Schießerei. Dino. Hey, du da! Ja. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der... Auf sie, ihr Typ-Passwort. So. Hier drüben. Nein, nicht Dogmeat. Ich will hier die Tür aufmachen. Komm her.
muss das Terminal da hacken, um die... Ach, ja, jetzt habe ich das wieder. Das Terminal. Ich habe doch das Passwort da hier. Hab doch das Passwort bekommen. Zugriff auf System, bitte warten. Ja. Türsteuerung überbrücken. Ich will aber auch eine Nummer haben. Was soll ich machen? Nummer ziehen. 998. Okay. Boah. Muss ich warten, bis der kommt. In der Zeit mache ich mal die Tür auf. Du. Okay, du bist doch nicht mein Sohn, glaube ich. Mein strahlender Ritter. Nee, du bist maschinell. Warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Du bist ein Roboter. Ah, Wackelpuppe. Was gibst du? Sprachwackelpuppe. Alle Händler haben dauerhaft 100 Kroken. Kronkor kennen mehr zum Handeln. Nehmen. Vortech Terminal. Gibt's hier auch wieder so einen Bereich vom Aufseher, so einen Hinterausgang? Willkommen, Mitarbeiter. Nee, das ist nur der hier. Gibt's doch nicht. Sean finden. Mein Sohn, Sean. Wie meine Powerrüstung rausschaut. Komplett in Fetzen. Aber ich weiß nicht von wem oder wohin. Ein entführtes Kind, ja? Dann bin ich genau der richtige Mann. Wenn auch am falschen Ort. Genau der richtige Android. Ich bin seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Schön. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Ja, das würde ich auch sagen. Okay, und er folgt mir jetzt. Gibt's hier kein Malones Notaus? Leute hier waren früher kleine Gauner, die von größeren Fischen aus ihrem alten vertrieben wurden. Ja, ich lasse dich jetzt mal einfach mal reden hier. Keine Ahnung, was mit theoretisch gibt's doch immer... Moment, Blaupause, Administration... Theoretisch gibt's doch hier immer so einen Notknopf und dann kommt man raus. Ey, ich muss da hinten hin. Och nö. Meine Powerrüstung ist im Eimer. Ich lass dich einfach kämpfen. Ja, kann ich dir wenigstens eine Waffe geben? Ich glaube nicht, dass du eine dabei hast. Lauf dir einfach mal hinterher. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Er muss doch nur nach dem Gefangenen. Nick, hilf mir hier raus. Ja, ich will dir doch eine Waffe geben. Darf ich das nicht? Möchtest du das wirklich hier unten machen? Ja. In der Ecke dieser menschlichen Kakerlaken lauern? Ich will dir eine Waffe geben. Das ist anders. Noch Mann, dann eben aber nicht. Aber unter der Erde und umzingelt redet es sich schlecht. Will eine Milch haben. Hallo, Milch? Oh, nun, ich kann nicht mehr was trinken, während du mich hier nervst. So, in die Mitte stellen und... So, du stehst, glaube ich, näher dran. Da habe ich mehr Chancen. Einmal getroffen, aber wahrscheinlich nicht den Kopf. Oder doch? Ja, das hat gekitzelt und jetzt bist du fast tot. Das ist schön. Ich weiß, ich sollte nicht einfach mittendrin stehen bleiben und mich dann wundern, wieso ich hier zersiebt werde und wieso meine Powerrüstung runtergeht. Aber es macht einfach Spaß. Deswegen würde ich eigentlich auch gerne hier noch ein paar Fusionskerne finden und noch eine schönere Powerrüstung. Ich habe 20% Leben. Ich sollte mir vielleicht ein kleines Stimpack reinpfeifen. Stimpack. So, hast du dir jetzt eine Waffe mitgenommen? Von denen, die rumliegen, lagen, legen. Grammatik. Hier gibt's auch Schönes. Will er jetzt eigentlich nicht den Knopf drücken, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Ich weiß auch gar nicht mal, was ihr seid. Seid ihr Duschen oder Todeskammern? Sie ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Schlüssel erforderlich. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, öffnen. Wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Ach, hier sind auch noch welche. Ah, du hast es aufbekommen. Das ist schön. Hätte ich das hier alles schon vorher klären können? Warte schon den ganzen Tag auf sowas. Du wartest den ganzen Tag darauf zu sterben. Das ist ein trauriger Tag. Glühbirnen. Wieso liegen Glühbirnen auf einem OP-Tablett? Ich
jetzt schon Sachen ein? Bilde ich mir jetzt schon Sachen ein? Ah, Putzmittel. Hallo. So, hier ist frisch gestrichen, oder wie? Nee, doch, frisch gestrichen. Dann auf jeden Fall drauf. Ha, ich mach die Tür auf und schieß dir in den Rücken hin. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber wieso nicht? So, Patronen und alles mitnehmen. Jetzt bekomme ich ja hier wenigstens die Patronen wieder. Jetzt ist wirklich alles kaputt hier. Von mir. Ah, ja, alles immer mit der Ruhe. So, ist hier noch irgendwas? Steaks kann ich vielleicht verkaufen. Nicht verrostete Blechdose. Verdammt. Ich habe keinen Plan, was ich damit alles machen kann, aber wie ich dieses Spiel hier bis jetzt kennengelernt habe, werde ich damit irgendwas richtig, richtig Schönes machen können. Deswegen will ich hier auch nichts liegen lassen. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Du bist ein Android, beschwer dich nicht. Dann ist es so wie beim Dreier, dass du nicht weißt, dass du einer bist. Meinen, sobald du in den Spiegel siehst, solltest du es eigentlich wissen. Hey, eine neugeborene Station. Stimpak, right away, aufbereitetes Wasser. Nehme ich gern. Oh, Babygasseln. Ich schaue mir gerade die Kinderbetten an. Jetzt halte doch mal die Klappe hier. Dogmeat. Jetzt greife ich doch an. Ich blute zwar nur ein bisschen, aber ist in Ordnung. Hier noch irgendwas. Grundkalken, Patronen. Okay, mein Kern ist auch noch ziemlich intakt. Aber da das hier eine Hauptmission ist, wollte ich den hier eigentlich schon dafür verwenden. Wobei ich hätte das vielleicht auch mit ein bisschen mehr Deckung und ein bisschen weniger so mitten im Weg rumstehen. Ja, geschafft. Ohne Powerrüstung. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist hier ist noch ein Anzug. Noch eine verschlossene Tür. Problem sein. Anmeldungsterminal. Es könnte was anderes sein. Wohnbereich A1. Okay. Sean. Ja, das ist... Moment. Nee, Presley kam mir nur irgendwie bekannt vor. Ist hier irgendwen, den wir kennen? Ich schätze mal nicht. Nicht aufnehmen? Hä? Ach so, der Hund. Auch die wollten keinen Hund in der Ward. Oh, ich frage mich, ob der hier irgendwas sagt über alte Bekannte oder Verwandte, die okay, irgendwo anders hier gelebt haben vorher. Dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet. Dicke, fette Schritte. Okay. Heißt dicke, fette Schritte, da ist einer mit einer Powergüstung? Bitte nicht. Das wäre ja gemein. Ich bin der Einzige, der hier eine Powergüstung tragen darf. Was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs... Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht selber schuld. Wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern hier schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Ah, deswegen war hier zu. Ich wieder heim zu Papa, ja? Wär's besser weggeblieben, Mickey. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das sagen, hörst du? Gleich bist du tot. Nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Theoretisch jetzt müsstet ihr beiden dann auch sofort aufhören und weggehen, weil euch bezahlt ja dann eh keiner mehr. Aber du musstest ja sentimental werden. Ja, die guten alten Zeiten. Und all das. Dalla, ich mach das schon. Jetzt macht irgendwas. Ach Mann, will nicht sinnlos rumstehen. Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Ja, so ziemlich. Sie zum Gehen übergeben. Dalla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Ich... Ja, es hat funktioniert und ich habe dadurch Erfahrungspunkte bekommen. Ich hab mich damit reinziehen lassen. Dalla, wo gehst du denn hin? Nach Hause, Skinny. Wo ich die ganze Zeit schon hätte sein sollen. Ja. Das war's mit uns. Ach komm schon, Niki. Erst kostet ihr mich Männer und jetzt kostet ihr mich auch noch mein Näpchen? Wir haben dir einen Gefallen getan, Hungerhaken. Dein Frauengeschmack war schon immer lausig. Jetzt, da sie dich nicht mehr aufstachelt, wirst du ja vielleicht vernünftig und lässt uns gehen. Du schuldest mir was für 2 Wochen im Loch. Du arrogantes, überhebliches Arschloch. Ja. Aha, gut. Was willst du sagen? Ich zähle bis 10.
Wenn ich dich dann noch hier sehe, lege ich euch beide um. Wir sollten besser also auf. Verschwinden. Und zwar jo. Schnell. Eins. Zwei. Fünf. Zehn. Drei. So, gehen wir einfach. Gibt es hier irgendeinen schnelleren Weg nach Hause? Oder hier raus an die Oberfläche? Mich würde es auch eigentlich interessieren, was passiert, wenn ich jetzt warte, bis der hier fertig gezählt hat. So, bist du immer noch hinter mir? Dogmeat? Roboter? Wo bist du? Wo läufst du entlang? Moment. Kann ich da auch entlang? Ach, du läufst da innen drinnen. Sag mir das doch. Oh, jetzt habe ich wichtige Energie ausgegeben. Ach, da geht's nach oben. Ich habe gedacht, ich muss alles wieder zurück. Aber gibt dir hier einen schnelleren Weg. Gibt hier irgendwie immer so einen schnellen Nachhauseweg. Bin ich ja generell nicht schlecht, aber theoretisch, dass man sich dann immer durch die ganzen Level durchkämpfen muss, bis zum geht nicht mehr. Ah, sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie Kein hast du Problem. Mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Ich weiß es selber nicht mehr. Kann ich jetzt auswählen? Ach, okay. Ellie! Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Hallo, Spiel. Spiel? Tatsächlich? Ah, jetzt geht's wieder. Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, ja, das solltest du. Du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Okay, das werde ich machen. Wir treffen uns da. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Dann würde ich sagen, ihn hier haben wir befreit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Da geht's dann weiter mit unserer Suche nach unserem Sohn. Bis dahin, ciao.